Gut, dann auf die wahren Männer. Hier steckst du also. Schön am Saufen. Schön am Rauchen. Wolltest du nicht gleich nach der Arbeit nach Hause kommen? Ja, Schatz, ich war gleich auf dem Weg. Ja, das ist ja schön. Dann kommst du jetzt mitten. Los, Abmarsch. Hast du was zu hören? Ah, Schatz, ich... Na, was ist denn los? Du musst mir einen Gefallen tun. Okay. Du musst mir für morgen Abend ein Alibi geben. Ich soll dir ein Alibi verschaffen? Egal, wer dich fragt. Ich war bei dir. Wir haben einen Frauenabend gemacht oder so. Hier ist mein Autoschlüssel. Du stellst meinen Wagen bei dir ab und ich hole ihn dann morgen Nacht so gegen eins wieder ab. Um eins? Die Uhrzeit, die musst du auch angeben, wenn sie dich fragen, wie lange ich bei dir war. Okay. Aber du hast jetzt nicht irgendwie was Illegales vor, oder? Das hört sich jetzt gerade so an, als würde sie jemand umbringen wollen oder so. Hier bist du. Ich habe versucht, dich anzurufen. Ich habe mir nochmal überlegt, ob wir wegen des Alibis vielleicht... Wie zu spät? Gedanken. Zu spät, sich darüber Gedanken zu machen. Du brauchst mir nicht zu erzählen, was ich habe. Du solltest mir ein Alibi beschaffen. Aber keine Zeugin. Das kann ich mir leider nicht erlauben. Sie. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Warum fangen Sie nicht damit an, ehrlich zu mir zu sein? Ich habe das noch nie jemandem erzählt. Das sollten Sie vielleicht. Als ich jung war, hatte ich eine Affäre. Die mochte es, wenn man ihr vorlas. Sage mir von den Taten, Muse. Die Taten des weitgereisten Wanderers, der so weit geirrt. Diese Affäre dauerte nur einen Sommer. Aber diese Begegnung sollte mein ganzes Leben verändern. Er ist immer so verstrahlt. Dann such dir doch einen anderen.